Da stehen wir mal wieder ganz alleine und es heißt mal wieder überlegen, was wir als nächstes machen. Sehr wahrscheinlich wieder irgendein Event fahren, ja was auch sonst. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Need for Speed. Vielleicht sollte es mal wieder etwas Schwereres sein, zum Beispiel eine Herausforderung mit von Eddie. 12.000 Punkte gibt's und fast 30.000 Belohnung an Rap. Das gehen wir mal an. Mal sehen, ob es im ersten Anlauf funktioniert oder nicht. Oder doch. Auf jeden Fall kann man da viel einfahren. Und dann kann ich mich ja mal so langsam daran setzen, unseren Murcielago auszubauen. Der ist an sich schon mal schneller als unsere Corvette. Das habe ich mir, glaube ich, alleine angeschaut. Haben wir uns noch gar nicht angeschaut. Können wir uns ja nochmal anschauen von den Grundwerten her. Aber jetzt Lauf 5 müsste es sein. Yep. Und Melissa wird sich wieder melden. Wir starten durch mit Lauf 5. Viel Glück. Bin mal gespannt, ob sie und oder Eddie auch nochmal auf der Strecke unterwegs sein werden. Wahrscheinlich ganz am Ende, nehme ich mal an. Werden wir aber sehen. Bin mal gespannt, wie weit wir kommen mit unserem Geld. Wahrscheinlich nicht sehr weit, weil Motoraufladung, Motorblock, aua. Sowas wird doch mindestens 30.000 kosten. Ja, genau, nachtreten ist immer schön. Es ist ein Zeitrennen. Heißt, am Ende der Zeit ganz vorne sein. Tudor. Ein Muschelkar fährt er. Geh mal weg. Was? Tat? Ach nee, Zeitrennen war mit der Rundenzeit, stimmt. Aber so ein Event, was ich gerade beschrieben habe, du hast 3 Minuten Zeit und wer am Ende der Erste ist, der gewinnt. Gibt's hier gar nicht, oder? Zeitrennen ist doch mit Kontrollpunkten. Kontrollpunkte und Zeit. Dieses schöne Zwischengas bei der Corvette. Bin noch gespannt, wie es beim Murcielago sein wird. Dazu müssen wir ihn aber erstmal ausbauen. So, die wollen uns ärgern. Ich muss eine gute Rundenzeit hinkriegen und die wird bestimmt noch nicht gut sein. Die verbessern sich ja auch von Runde zu Runde. Ich gucke jetzt gar nicht auf die Zeit. Ich fahre jetzt einfach schnell. Das Beste, was ich machen kann. Ab und zu mal auf die Streckenkarte geschaut, weil so oft sind wir dieses Zeitrennen hier noch gar nicht gefahren und deswegen wäre es nicht verkehrt zu wissen, wo man lang fährt und das eben etwas im Voraus, aber an irgendjemanden kleben bleiben wäre auch blöd. Jetzt weniger schön. Oh, ein F40. Toller Wagen. So, nächste Runde. Windschatten bitte. Oh, Mist. In einem sehr ungünstigen Moment kleben geblieben. Wir liegen 4 Sekunden hinter dem ersten. Das finde ich weniger schön. So, mal etwas anziehen. Kurve kommt. Wieder etwas anziehen. Nächste Kurve. Jetzt kommen die Häuser wieder. Zur linken und zur rechten. Nächste enge Kurve, was hier alles rumfliegt. Ach, Zeit schon vorbei. Schade, die Runde wird nichts mehr. Also wird auch diese Herausforderung nichts. Da vorne wäre das Ziel gewesen. Schade, 6.000. Aber wir kommen nicht weiter. Wir müssen das gewinnen, ansonsten wird das nichts mit Lauf 6. Dann nochmal. Wo müssen wir hin? Im nächsten Lauf sind noch Plätze frei. Also starte nochmal. Schaut euch mal unseren rechten Außenspiegel an, der Arme. Wo war das jetzt da? Bin wieder etwas zu faul, dahin zu fahren. In der Hoffnung, dass das hier schneller geht, zumal wir noch hätten wenden müssen. Aber ich glaube, hinfahren, ja, hätte sich diesmal
hätte sich diesmal nicht viel gegeben. Melissa sagt erst jetzt was. Jetzt. Wir starten durch mit Lauf 5. Viel Glück. Warum lacht sie denn so? Naja, sei ihr vergönnt. Die erste Runde ist an sich nix, weil wir nicht wirklich fliegend starten. Zwar schon, aber nicht wirklich schnell. Hallo. Also erstmal wieder reinkommen und am besten die Strecke für sich haben. Also niemanden von den anderen rankommen lassen. Aber die Strecke ist ganz cool. Gefällt mir. Links, rechts und links. Jeweils 90 Grad Kurven. Bums. So, eine Runde rum, dann geben wir mal Stoff. Schwung für die nächste Runde. Wahrscheinlich ist eins dieses Glimbim-Bim, dass wir gerade unterboten wurden, wobei wir noch auf der 1 stehen. Ich wollte ja gar nicht hinschauen. Aber weil zu spät noch so ein Geräusch kam, als die durchs Ziel sind, vermutlich, dachte ich an sowas. Das war zu früh, die Runde ist mal immer. Dann nochmal die nächste Runde. Ganz schön weit außen, ziemlich gut durchgekommen. Wir nur noch auf der 3. Hier fahre ich jetzt mal Vollgas durch. Hier aber nicht. Hier drifte ich jetzt auch mal weniger, deutlich weniger. Fast schon gar nicht. So, da ist das Ziel. Gefühlt war die Runde nicht so gut. Erstmal auf der 1. Ist der nächste durchs Ziel, der ist nicht vor uns gelandet? Könnte sein. Jetzt einer vor uns. Das war wohl das Geräusch dazu. Die Runde könnten wir noch fahren, eine weitere nicht. Und ich biege gerade fast falsch ab. Oh. Das war eng. Dann bremse ich jeweils mal später, um vielleicht noch etwas Zeit gut zu machen. Die Zwischenzeit soll wohl grün gewesen sein. Mal kurz hochgeblickt. So, gleich ist der Spaß wieder rum. Also ziehen. Das reicht nicht für die 1. Mist. Also müssen wir nochmal ran. Aktuell nur auf der 3. Dieser M1 hat sich nach vorne geschoben. Ich fahre gerade irgendwo hin, aber ist ja egal. Hat's durch die Stadt leider nicht gewonnen. Vorhin waren wir Zweiter, oder? Da gab es 6000. Weil wir diesmal nicht bei Stadtziel beendet haben, sind wir auch weiter weg. Sei stolz auf deinen Unterbau. Ja, sind wir auf unsere Corvette. Ich bin es. Das kann man ja nicht überspringen hier, ne? Wir starten durch mit Lauf 5. Viel Glück. Rücksitz, Eingabe, Leertaste, alles nicht drin. Die Runde wird schon mal nix, ist uns ja klar. Ist ja die erste. Schaffen wir es jetzt im dritten Anlauf? Ich bin mal gespannt. An sich ist die Runde nicht großartig kompliziert. Ist auch schön zu fahren, bloß es fehlt auch immer eine gute Sekunde irgendwo. Brauche ich jetzt noch nicht zum ersten jetzt hier mal durchfahren. So, Schwung sollte doch reichen. Schön. Da wäre jetzt Aktionsnitro gut gewesen. Wenn man das so kurzfristig umschalten könnte, das wäre es ja. Hier könnte ich an sich auch Vollgas durch, wenn ich nicht hängen bleiben würde. Okay. Da habe ich jetzt noch vorher Nitro gegeben und dann Vollgas und dann war es nichts. Schade. Hauptsache, wir bleiben vorne nicht, dass die uns noch weiter behindern für die nächste Runde.
Zwei Versuche hätten wir nach dieser Runde noch. Was blöd wäre, wenn wir auf Position 1 liegen würden, also auf der Strecke, und nach Runde 1 nicht zeitlich auf der 1 liegen würden. Das wäre nämlich sehr quatschig. Das meine ich war ziemlich schnell. Hier nicht anstoßen. Hier jetzt mal kein extra Nitro, bloß Vollgas. Super. Spät bremsen. Zu spät. Kostet Zeit. Wenn überhaupt nur ganz leicht driften. Leicht ist gut. Und durch. Nach 30er wäre jetzt schön. Keine Ahnung, was wir gefahren sind. Ich fahre weiter. Letzte Runde ist nämlich die, die zählt. Der Start war nicht gut. Wir wurden wieder geschlagen. 37er Zeit. Er ist eine 36er gefahren. Blöd, Mann. Das war jetzt noch später gebremst, aber vielleicht etwas besser als in der letzten Runde. Das war zu viel des Guten. Aber wir sind nicht angeschlagen. Zieh, 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 zieh. Oder kommt uns was entgegen? Weg da. Letzte gezettelte Runde. Sie bringt uns nicht auf die 1. Schade. Noch einmal. Aber die 37er, das war, glaube ich, so gut wie bisher noch gar nicht. 5 Sekunden noch. Bin zuversichtlich. Beim nächsten Mal schaffen wir es bloß Platz 3 wieder. Mann. Komm, nochmal. Die Eddie-Herausforderungen gehen immer so eine Folge. Eine Folge pro Herausforderung. Los jetzt. Ich will nicht was lesen, ich will fahren. Los. Hat aber gedauert, bis er meinen Tastendruck angenommen hat. Wir starten durch mit Lauf 5. Viel Glück. Mittlerweile weiß ich, warum sie lacht, weil sie uns immer jemand nach vorne schiebt, obwohl wir gar nicht so schlecht gefahren sind. Mittlerweile kenne ich diese Strecke auch wieder fast auswendig. Sie ist jetzt auch nicht so kompliziert. Das Chevy? Der Chevy. Klar, die Corvette. Die Wette. Ups. Das Chevy. Klingt irgendwie verkehrt. So, die Runde zählt jetzt. Ah, blöde Überblende. Hat mich genervt. Runde wird nicht so gut werden. Schön durchgekommen. Weniger schön. Noch gefangen. Bremsen. An sich gut durchfahren. War es auch schnell für das Spiel? Das sah zumindest schnell aus. Jetzt komme ich hier blöd rein. Ich zünd einfach mal, wir haben es ja. Schon wieder eine 37er Zeit, jetzt schon. Oh, hört auf rumzublinken. Oh Gott, hängen bleiben, Gefahr. Oh, bremsen ja auch noch. Vergesse ich hier fast immer. Oh nein. Geh weg. Blöd. Frau. Ah, könnte hinten besser sein als vorhin. Das letzte Stück. Ich schaue jetzt nicht hoch. 36er. Hoffentlich reicht die. Das muss doch mal reichen. Aber die Eddie-Herausforderungen sind toll. Die machen Spaß. Die sind fordernd. Oh, berunden wir schon? Oh, das war eng. Die Zwischenzeit war schon rot. Eine weitere Runde bekommen wir nicht hin. Die muss jetzt sitzen. Die Zeit, die wir jetzt haben. Eine weitere Runde wird nicht drin sein. Und die hier ist zu schlecht. Viel zu schlechter, als sie konnten.
Ich schaue da gar nicht so oft hin, weil ich da keine Zeit für habe. Da heißt es jetzt ausrollen. Bin mal gespannt, ob das reicht. Ach so, der misst alle paar Sekunden. Gerade oben war es nämlich wieder grün. Zu Beginn der Runde. Jetzt haben wir nämlich schon über 2 Sekunden Rückstand. Auch nicht übel, die Zeitmessung. Noch auf der 1. Das schaffen die nicht mehr. Oder die sind so weit hinten, dass die jetzt erst übers Ziel kommen. Das sollten wir aber schaffen. Und auf der 1. Schön. Also die Herausforderungen gefallen mir wirklich. Man muss sich wirklich reinknien. So, hätten wir mal wieder etwas mehr Geld verdient. Melissa ruft bestimmt gleich an. Ein Drittel haben wir mittlerweile. Melissa hier. Ausdauer hast du ja. Aber es ist noch ein sehr langer Weg bis zum Ziel. Der nächste Lauf startet, damit du Bescheid weißt. Bye. Du musst uns noch sagen, dass wir auf die App schauen müssen. Das war doch meistens so, wenn nicht sogar immer. Meistens. Ist das hier schwer? Ja, das ist schwer. Hatz durch die Stadt. Stelle die schnellste Rundenzeit auf. Ach, wieder Zeitrennen. Hatten wir ja gerade erst. Da bin ich aber mal gespannt, ob das wirklich schwer ist. Ja, Zeitrennen. Ist ja die gleiche Strecke. Aha. Gut. Dann sollte ich mich hier bestens auskennen. Dann machen wir das auf jeden Fall erfolgreich fertig. Die Strecke kennen wir doch. Muss genutzt werden, diese Streckenkenntnis. Jetzt. Die Runde ist eh egal, weil zu Beginn nicht genug Schwung gehabt. Ampel weg. Wird das eigentlich von Runde zu Runde wieder aufgebaut? Ich weiß es nicht. Habe ich noch nie drauf geachtet. So, ist das jetzt einfacher als die Eddy-Herausforderung? Werden wir ja sehen. Muss ich mal leicht bremsen. Bisher gar nicht so übel, die Runde. Könnte aber auch besser sein. Jetzt blinkt das wieder. Und da steht jemand, du blöd Mann. Oder vielleicht Frau. Die Rundenzeit wird es wohl nicht werden. Schon übertrumpft worden, laut Ton. Aber die Runde könnte es werden. So, hier auch noch rum. Ah, oh, beinahe angeeckt. War aber bis jetzt ziemlich gut, die Runde. Wird das eine 36er? Fahr erstmal weiter, war ein Versuch hätten wir noch. Ja, 36er. Die gleiche vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich habe sie mir nicht gemerkt. So, hier diesmal mit Vollgas durch. Und später bremsen. Ein Tick später. Oh, es war schon sehr spät. Wir liegen aber laut Zwischenzeit vorne. Jetzt schon zurück. Und hier verliere ich auch Zeit. 29 Sekunden noch. Also die wird es auf jeden Fall nicht, nein. Kann ich an sich hier blockieren? Ich blockiere jetzt einfach mal, weil eine Rundenzeit bekommen wir eh nicht mehr. Wir können es uns mal anschauen. Da kommt jetzt jemand an, den will ich aufhalten. Ah, gepasst, ich Drecksack. Wir liegen eine gute halbe Sekunde vor denen. Ja, da kommt niemand mehr. Wir haben das gewonnen im ersten Anlauf. Aber auch nur, weil die Rundenzeit in Ordnung war, nicht weil es einfacher war als die Eddy-Herausforderung. Das sei schon mal gesagt. Super. Dann kann ich nochmal in die Garage schauen. Aber halt, die Polizei ist da noch hinter uns, ne? Ja. Entschuldigung. Wir müssten gleich wieder weg sein. Ich park hier mal. Super.
Oh, jetzt habe ich gar nicht gesehen, wie viel Geld wir haben, aber das werden wir gleich nochmal sehen. Will ich die Korvette jetzt noch weiter ausbauen? Erstmal in den Murcielago stecken. Hallo, Spike. Oh, ich hab's fast geschafft. Hast du den Lauf schon gewonnen? Leg los, falls nicht. Wir sind nah dran. Mhm. 3 Jahre ist der Murcielago älter. Und wir haben wieder 100.000. Klingt doch nicht übel. Wird trotzdem nicht reichen. Wir fangen wieder beim Luftfilter an. Ich mach's einfach mal so. Und wir können sogar schon den besten kaufen. 3 PS mehr. Wunderbar. Aber Kleinvieh, ja, macht ja was. Kühlsystem. Bringt auch etwas. Wenig, aber immerhin. Die Ansaugbrücke. Über Amys Mission. Schade, noch nicht ganz. Dann Kraftstoffsystem. So langsam wird's interessanter. Oh, 48. Her damit. Dann Motoraufladung. Jetzt wird's teuer. Kompressor oder Turbo ist die Frage. 342 PS mehr. Über 1000 hätten wir dann. Alter. Tja, die Frage, was nehmen wir denn da? Lader oder Kompressor? Kompressor? Bringt der überhaupt Vorteile? Drehmoment 252 und Beschleunigung minus 26. Leistung 126. Also, ich merke mir mal 26. 26 mit einer 1 und 252. Ist alles schlechter. Dann nehmen wir den Turbolader. Hallo? Unser erster Wagen über 1000 PS. Und es werden noch mehr werden. Bei den PS ist der Murcielago besser, aber noch nicht bei der Höchstgeschwindigkeit. So, Steuergerät. Können wir auch schon das Beste einbauen. Motorblock wird auch nochmal teuer. Schade, Level 50, 24.000. Bringt 28 PS und auch nochmal etwas Beschleunigung. Kaufen wir, können wir nämlich kaufen. Nockenwelle. 9000, 13 PS. So langsam geht uns das Geld aus. Über Amy, auch nochmal 11 PS. Über 1100. Alles noch über Amy, 2000. Kostet das? Gut, Auspuff. 7000, ja, so langsam wird's wirklich eng. Ah, hier bringt's nochmal Beschleunigung. Aber hier bringt's PS, aber... Ich nehme mal Beschleunigung. Es ist nur Racing, es ist nicht Elite, aber vielleicht macht es das im Gesamtbild irgendwann mal. Jetzt habe ich schon gekauft. Jetzt lasse ich das erstmal drin. Können wir ja später vielleicht nochmal ausbauen. Umbauen, verbessern. Nitro wird nicht mehr reichen. Oh doch, gerade so. Zeit Nitro, ja. Dann haben wir jetzt noch genau 65 Kröten über. Und einen ziemlich starken Wagen. Beschleunigung, Höchstgeschwindigkeit und PS dürfen jetzt mehr sein, als unsere Corvette hat. Aber das vergleichen wir mal in der nächsten Folge. Und bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.